Verteidigung des Rock Raider Headquarters. Sei gegrüßt, Kadett. In diesem Trainingseinsatz lernst du, wie man das Rock Raider Headquarter verteidigt. Ein Rock Raider kann ein Rock Raider Headquarter nur verteidigen, wenn er einen Schubstrahl, Laserstrahl oder Froststrahl bei sich trägt. Bringen wir ihn dazu, sich einen Schubstrahl zu nehmen. Klicke auf den Rock Raider, um ihn auszuwählen. Klicke nun auf das blinkende Symbol zum Werkzeugmenü. Danach klickst du auf das aufleuchtende Schubstrahlsymbol. Dein Rock Raider geht nun zur Bauhütte und schnappt sich einen Schubstrahl. Damit ist er in der Lage, sein Rock Raider Headquarter zu verteidigen. Jetzt kommen nämlich die verschiedenen Gegnerarten. Gut gemacht. Dein Rock Raider besitzt nun einen Schubstrahl. Jetzt soll er damit auch ein bisschen arbeiten. Klicke ihn an, um ihn auszuwählen. Nun klicke auf den Boden in der Nähe des Pfeils. Während eines Einsatzes sammeln die Rock Raiders Energiekristalle. La, 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 la. Unglücklicherweise sind diese Energiekristalle die Leib- und Magenspeise der Monster, die in den Höhlen leben. Wenn ein Rockmonster erscheint, wird es den Boden nach den Energiekristallen absuchen und jedes auffressen, das es findet. Und das sind noch die leichtesten Gegner. Na gut, Nunga. Liegen keine Energiekristalle herum, wird das Rockmonster auf deine Basis zulaufen und versuchen, an die Energiekristalle heranzukommen, die deine Gebäude mit Energie versorgen. Da rennt er. Ein Rockmonster wird ein Gebäude zertrümmern, um an die Energiekristalle heranzukommen. Sobald ein Gebäude beschädigt ist, erschallt der Ruf, alle Mann auf ihre Posten. Dann weißt du, dass auf deiner Basis irgendetwas vor sich geht. Alle Rock Raiders, die einen Schubstrahl, Laserstrahl oder Froststrahl bei sich tragen, gehen in die höchste Alarmbereitschaft und verteidigen deinen Stützpunkt. Achte mal darauf, was dieser Rock Raider tut. Auf den Schießen. Wirst du wohl mein Hütte in Ruhe lassen? Mach dich vom Acker! Ist das Monster verschwunden, kannst du alle Mann auf ihre Posten wieder ausschalten, indem du das Symbol am oberen Bildschirmrand anklickst. Klicke jetzt auf das Symbol Alle Mann auf ihre Posten. Gut! Das Rock Raider Headquarter ist wieder in Sicherheit. Wenn du siehst, dass sich ein Wesen deinem Stützpunkt nähert, kannst du die Funktion Alle Mann auf ihre Posten aktivieren und deine Rock Raiders werden sofort mit der Verteidigung der Basis beginnen. Klicke auf das Symbol Alle Mann auf ihre Posten und beobachte, was passiert. Nun sieh zu, was dein Rock Raider gerade macht. Genau, bleib einfach stumm stehen. Auch gut. Ich glaube, jetzt hat er wieder den Schnauze voll. Jetzt haut er wieder ab. Klicke auf das Symbol Alle Mann auf ihre Posten, um den Alarm zu beenden. Großartig gemacht, Kadett. Du hast dem Rockmonster einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Im Folgenden lernst du etwas über Schleimschnecken. Schleimschnecken ernähren sich auf andere Weise. Sie müssen keine Gebäude zerstören, um an die Energiekristalle heranzukommen.
Sie saugen stattdessen die Energie aus den Gebäuden heraus. Ein Schallblaster ist eine gute Möglichkeit, Schleimschnecken zu begegnen. Klicke einfach auf deinen Rock Raider, um ihn auszuwählen. Jetzt klicke auf das blinkende Symbol zum Werkzeugmenü. Klicke nun auf das blinkende Symbol Schallblaster nehmen. Dein Rock Raider wird losgehen und sich aus der Bauhütte einen Schallblaster holen. Ja, man hört hier schon eine Schnecke. So ein kleines, grünes Vieh. Ich war aber bisher noch nicht so weit, um... Ah, da ist eine Schnecke. Wenn du einen Schallblaster benutzen willst, musst du den Rock Raider an die Stelle dirigieren, wo der Schallblaster eingesetzt werden soll. Klicke auf den Rock Raider, um ihn auszuwählen. Klicke jetzt auf den Boden in der Nähe des Pfeils. Komm, Schneckchen. Klicke auf den Rock Raider, um ihn auszuwählen. Klicke nun auf das blinkende Symbol Schallblaster ablegen und schau dir an, was passiert. Lol. Einfach mal so verjagt. So eine kleine Schallmine oder so. Kurz in den Boden und weg. Gut gemacht, Kadett. Du hast die Schleimschnecke verjagt. Du kannst auch Elektrozäune um deine Basis herum bauen, um sie vor den Angriffen der Monster zu schützen. Klicke auf den Boden in der Nähe des Pfeils. Jetzt klicke auf das aufleuchtende Symbol Elektrozaun platzieren. Dein Rock Raider wird sich aus der Bauhütte einen Elektrozaun holen und ihn an der Stelle errichten, die du zuvor angeklickt hast. Na dann. Oh, nicht gerade ein kleines Teil, ne? Aber gut. Unsere Minenarbeiter sind ja... Naja, mitteldürftig konditioniert, sagen wir mal so, ne? Schauen wir uns mal an, was mit diesem Rockmonster hier geschieht. Du schon wieder? Exzellent, Kadett. Jetzt weißt du alles über die Verteidigung eines Rock Raider Headquarters. Gute Arbeit. Gut, das waren das Intro und die Tutorial-Levels. Hier mal eine kleine Vorschau über die Anzahl der Missionen, die es hier so gibt. Also, das werden einige Missionen. Je nachdem, wie lange sie dauern. Das hier dürfte dann die größte Mission sein. Also, würde ich mal sagen, ich glaube, eine Mission muss ich noch machen, um zu speichern. Na, dann speichere ich dann. Die Stunde der Bohrer. Ja, es regnet, ne? Na, lecker. Fledermäuse. Der Transporter an Bord der LMS Explorer neigt aufgrund der geringen Energieleistung zu Fehlfunktionen. Eines unserer Rock Raider Teams ist dadurch in die falsche Höhle teleportiert worden und hat nun keinen Weg mehr zurück zur Bauhütte. Bohre dich durch die Höhlenwände. Sobald du die Bauhütte entdeckt hast, beginnst du mit dem Abbau und sammelst 5 Energiekristalle ein. Okay. Doch bevor ich hier irgendwas mache, ja, diese gelben Spinnen hauen uns unsere Leute um. Das ist auch nicht gut, weshalb wir immer erst auch aufpassen müssen, dass wir alle Spinnen abklappern. So, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal hier diese Wichtigkeitsstufe einstellen. Heißt also erstmal alles wegschaufeln, zur Not erstmal alles sichern, für den Fall, dass es Erdrutsche gibt. Kristalle als nächstes. Wichtigkeitsstufe erhöhen. Das Herz, das Bohren.
Hier werden keine Gebäude gebaut, auch nicht das. Fahrzeuge sowieso nicht. Lava. So. Genau, das müsste eigentlich so gehen, damit wir hier schnell durchkommen. So, nehmen wir unsere Kollegen. Öffnen die Karte. Gehen jetzt mal ein bisschen zurück. Hier auch noch ein bisschen zurück. Und graben erstmal nach hier oben. Upsala. Oder lassen erstmal nach da oben graben. Ja, und der wird gleich wieder umgeschmissen, der Arme. Ja, diese Spinnen sind lästig. Die hauen unsere Leute um, dann dauert es immer erst eine Zeit, bis die wieder anfangen zu arbeiten. Das ist eine lästige Arbeit mit diesen Spinnen. Ich glaube, wir müssten bald die nächste Höhle haben. Das sieht man hier nämlich auch auf der Karte. Ja. Eigentlich ist das blöd, dass der Sprecher das immer wieder wiederholt. Massiver Fels. Das hier zum Beispiel, weshalb ich jetzt hier auch schon auf der Karte aufpassen muss. Okay, hier kommen wir erstmal nicht durch. Dann müssen wir erstmal das hier abtragen. Es gab einen Erdrutsch. Genau das meine ich nämlich. Heißt also erstmal Wand verstärken können wir aber nicht, da wir keinen haben mit einem Hammer. Heißt also jetzt schnell graben, damit wir deren Verletzungen vermeiden können. Diese Spinnen sind lästig. Gut gemacht. Du hast die Bauhütte gefunden. Gut. Nun sammle 5 Energiekristalle. Heißt also jetzt die Priorität umändern auf die Kristalle? Vielleicht noch höchstens schaufeln, aber... Erz sammeln. Erz stellen wir aus. Das Erz brauchen wir nicht. Ich würde noch sagen, höchstens noch graben. Du brauchst noch 4 Energiekristalle. Du hast jetzt 2 Energiekristalle eingesammelt. Mal schauen, wo wir noch welche finden. Graben, graben, graben. Massiver Fels. Ach, hey, jetzt schaufeln sie da erstmal. Vorrangige Aufgaben. Ich glaube, ich schalte mal das Schaufeln ab. Es gab einen Erdrutsch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Schön. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ah, gut, da haben wir unsere letzten 3 Energiekristalle. Mehr brauchen wir also nicht mehr. Damit wäre ja auch schon diese Mission erfüllt und ich kann speichern. Ach, komm hoch, Kumpel. Diese Spinnen sind lästig, ich weiß. Bauhütte? Noch ein Energiekristall eingesammelt. Mehr als die Hälfte geschafft. Und fertig. Nur noch ein einziger Energiekristall fehlt. Bye bye. Gut gemacht. Du hast alle 5 Energiekristalle gesammelt. Auftrag erfüllt. Wird sich zeigen, was die Bewertung hergibt. Naja, gut. So, das ist... Genau.
genau, ich nehme diesen Spielstand und das war's auch schon mit der ersten Mission. In den nächsten Parts kommt dann Saft für die Basis und Ärger mit Abraum. Also, bis zum nächsten Mal bei LEGO Rock Raiders.